Moin, liebe Freunde von Konoha, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Wir fahren fort. Wir haben vorhin den Kampf gegen Itachi gewonnen mit Sakura Haruno. Ja. Das klang heftig. Oh, erstmal aufsitzen hier. Ah. Oh, ich darf mal laufen. Ja. Ich darf laufen. Ja. Oh, es gibt hier ein Erinnerungsfragment. Oh, 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 oh. Gucken wir uns erstmal um hier. Den roten Punkt können wir ja gleich immer noch anwählen. Das ist ja nicht das Problem. Da ist die Erinnerung. Ich will die Erinnerung. Abschiedsfragment. Ah ja. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. 25 Erfahrung. Sollte ich mich im Teil getäuscht haben? Kann das sein? Dass der fünfte Teil erst dafür sorgt mit den Begleitungen und so weiter. Kann das sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich bin mir gerade echt unsicher. Aber hier ist keine... Doch, da. Fast nicht, fast übersehen. Gamatetsu! Ich will gerade mal gucken, wie viele fehlen uns denn jetzt eigentlich noch. Einer... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das war's. 9 Stück fehlen uns noch. Bingo Book. Wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 haben wir erwischt von 48. Heidewitzka. Gut, dann gehen wir mal zu Itachi. Itachi fangen. Um Itachi zu besiegen, trittst du erst nah an ihn heran und drückst Kreis, um ihn zu stoppen. Itachi ist äußerst beweglich, deshalb solltest du genau beobachten, was er jeweils macht. Toll. Natürlich wird das gleich so ein Minispiel. Schön der schwarze Punkt, ich sehe das schon. Schwarz wie die Nacht. Arschloch. Ja. Das ist richtig doof, wenn ein Gegner sich kreuz und quer durch die Karte bewegt. Mist. Das ist gemein. Das ist echt fies. Ja, wir haben ihn. Oder? Ja. Geil. Wir haben ihn erwischt. Ich wollte gerade sagen. Das macht keinen Scheiß. Oha, du hast schon mal von ihm auf die Fresse gekriegt, Kakashi. Kakashi-san desu ka? So hätte ich es jetzt auch genannt. Okay, wir sollen als Kakashi also gegen Itachi antreten. Ob man es glaubt oder nicht, die beiden waren mal Kollegen. Also, klar, Konoha Shinobi sowieso, aber die beiden waren auch Kollegen innerhalb der Anbu. Tatsächlich. Die hatten beide miteinander zu tun.
Gegner mit hoher Geschwindigkeit, hohe Angriffsstärke des Gegners. Okay. Oh ja, das ist wirklich... Sorry. Das war jetzt ungewollt. Aber ich nehme es einfach mal so hin. Klatsch! Sag mal! Oh. Ui! Das war ein fieses Jutsu. Ja, gehen Jutsu, war klar. Itachi-Spezialität. Ja. Flammende Feuerkugel. Genau, der Uchiha-Clan hat ja eine besondere Bindung zum Feuerelement. Komm her, komm her. Er traut sich nicht. Das ist super. Ein Schlag fertig. Das ist super. Schön. Was war das denn gerade? 8000 Revanche. Was war das denn gerade? Aber pup. Fertig. Das war's. Super. Sasuga Kakashi-san da. Tatta ichido no teiawase de yoku watashi no ogoki o kenkyu shiteiru. Anshin suru no wa mada hayai na, Itachi. Ano toki to chigau no wa ore dake janai. Naruto mo da. Und jetzt als Naruto gegen Itachi, okay. Uiuiuiui, nochmal zwei Kämpfe. Okay. Jo, los geht's. In die Ecke gefeuert. Komm, scheiß drauf. Weg mit dem. Na klar. Er ist echt flink. Oder auch durch den Bonus hauptsächlich, ne? Aber wenn ich mich dran erinnere, als ich den das eine Mal in Ultimate Ninja 3 gesteuert habe, der war sowas von schwerfällig. Alter Schwede, war der schwerfällig. Nochmal. Oh, schade. Ui, das war fies. Na, fällt er runter? Arschloch. Dann sorge ich halt dafür, dass du runterfällst. Was war das denn? Mann, 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 Mann. Ich habe übrigens eine Tasse der Uchiha-Brüder. Kann man des Öfteren in meinen Livestreams sehen. Um nochmal dreiste Eigenwerbung zu machen. Wir schenken uns echt nichts. Aber wenigstens habe ich das Jutsu des Tausches hier im Griff. Ich muss bedenken, wie es ein Teil 1 war, wo ich echt nicht wusste, wie man das machen soll. Na komm! Oh! Geschafft! Boah! Das war aber echt eng. Eieieiei, ja, toll. Geschafft, immerhin. 10.000, ey. Brodelnder Zorn, Alter.
Puh, hat uns gutes Geld gebracht, doch, würde ich mal sagen, ja. かかし先生、さっきのって。どうやら奴は俺たちの足止め役だったみたいだな。奴ら、何を考えておる。お前はなぜ、タサトのガーラをそこまで助けようとする。あいつは、ガーラ、俺と全部同じだった。 暁に狙われてた。今度も俺と同じだ。それなのに、いつもなんであいつばかり、そんな役割になっちまうあいつばっかりが。だから、どうしたって、ちんたらしてらんねえだろ。今度こそさっさと助けてんだ。 先生、お前の気持ちはちゃんとみんなに伝わってるよ。え、お前のようなやつを見るのは初めてじゃ。じゃが嫌いではないぞ。ばあちゃん、さあ行くわよ。ナルト、ガーラ君を早く助けてあげるんでしょ。さくらちゃん、 助け出してやるからな。そして、よっしゃ、みんな気合い入れていくってばよ。 Ja. Was? Was? Storyende? So euer Scheiß Ernst? Mittendrin? Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erschüttert. Mittendrin, zack, Story durch. Okay. Ja, anscheinend haben wir den Meistermodus gerade geschafft. Fragt mich nicht wie, aber das bricht einfach mittendrin ab. Du bist spät. でも、これでオイラのノルマ達成ってわけだ。うん。それより、俺たちをちょろちょろつけ回していた虫どもはどうした？彼らの足止めは私たちがやっておきましたよ。
たちと貴様か。だがあまり悠長に構える時間はない。じきに奴らも到着する。それじゃあそろそろやるか。 In Ordnung. Los geht's. Shippuden abgeschlossen. Ernsthaft? Mittendrin, ey. Oh, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Hättet ihr es doch gleich durchziehen können. Gut, dann wäre das Spiel dezent länger gegangen, aber dann hättet ihr es wirklich durchziehen können. Ja, wie es weitergeht, erfahren wir leider wohl erst im 5. Teil dann, wie es storytechnisch weitergeht. Aber der Meistermodus ist ja immer noch nicht fertig. Storytechnisch ja, aber questtechnisch noch nicht. Ja. Hauptszenario Ende. Du hast jetzt das Hauptszenario abgeschlossen. Jetzt kannst du die anderen Missionen und Aufgaben abschließen, weitere Jutsus erlernen und die vielen anderen verbleibenden Ereignisse abschließen. Ja, ich muss sagen, das ist so ein kleiner... Das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so gemacht wurde. Jetzt kann Itachi Uchiha im freien Kampf benutzt werden. Oma Shio im freien Kampf benutzt werden. Kahlgesicht-Gangster, zusätzliche Informationen. Du hast die Info erhalten, ein als Oma Shio getarnter Kahlgesichtsbandit treibe sich herum. Info über die falsche Oma Shio wurde deinem Bingo-Buch hinzugefügt. Schön, das auch noch. Da ist irgendwas Grünes, eine Quest. Schön. Ja, einfach so mittendrin, so zack, Story endet, das war's. Ja, das ist ein bisschen doof. Muss ich wirklich sagen, ein bisschen doof. Aber naja, gut, lässt sich nicht ändern. Wir haben hier jetzt noch einen Kein-Gesichtsbandit, der sich als Tenten ausgibt. Den können wir noch eben machen, dann ist nämlich auch gleich schon Aufnahmeende. Ja, tut mir leid, Freunde, dass die Story jetzt so abrupt zu Ende geht. Leider. Ich hoffe, im 5. Teil kommen wir dann ein bisschen weiter noch. Das ist dann wirklich schon der letzte Teil der Ultimate Ninja-Reihe. Wie gesagt, ich zähle die Storm-Reihe nicht mit. Weil das ist ja eine eigenständige Reihe eigentlich schon. Es ist jetzt wirklich doof. Aber wie gesagt, wir haben im Meistermodus noch ein bisschen was zu tun. Und dann haben wir abschließend auch noch den Heldenmodus. Vielleicht haben wir jetzt dann auch endlich mal... die Möglichkeit, wo der Modus abgeschlossen ist, nochmal ins Holzfällerdorf zu gehen. Oh, Tenten. Mann, musst du mich so einschließen? Ich mag das nicht haben. Auch wenn du eine Frau bist, ich mag das nicht. Manno. Ich mag das schon nicht, wenn das Zombies machen. Oder wenn das irgendwelche anderen Gegner machen. Mich einkreisen, ich hasse sowas. Kriege ich immer zu viel. Jo, Alter! Das lässt sie sich so vorführen von ihr. Das ist ja Wahnsinn. Endlich. Meine Güte nochmal. Die geht so oft in Deckung, ne? Das ist so ätzend. Ja, das ist auch ätzend. Boah, Mädchen, beruhig dich, ey. Weniger Drogen. Alter, die fährt so Schlitten mit mir gerade. Naruto, du bist sowas von lahmarschig. Alter Schwede. Ja, super. Tut mir leid, wenn das jetzt nicht anders geht, aber ich will diesen Kampf gewinnen. Gegen Tenten, ey. Gegen eine, die eigentlich schwächer ist. Unfassbar. Also deutlich schwächer eigentlich. Also geht doch. Meine Fresse, was war denn das gerade?
8000? Für sie? Okay, alles klar, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Ja, gut. Das kann man mal machen, ne? So, und tschüss. Nächste erledigt. Oh, da gibt es zwei weitere? Ein Fall... ernsthaft? Ein falscher Jiraiya und ein falscher Naruto. Na supi. Die machen wir aber im nächsten Part, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch in der nächsten Aufnahmesession, Freunde. Bewegen an der Karte. Jetzt kannst du vom Speicherpunkten aus zu Punkten der Karte teleportieren. So gelangst du unmittelbar zu anderen Orten. Allerdings brauchst du zum Teleportieren eine Sofortschrift. Sofortschriften kannst du im Itemladen kaufen. Ja, das ist aber sehr nett. Jetzt speichere ich erstmal. Und dann, Freunde, ist, denke ich mal, für heute Schulz. Schluss, meine ich damit. Teleportieren. Reisen auf der Karte ohne so... Achso. Ja. Sagte er gerade. Mhm. Dann kaufe ich mal spaßeshalber eine, weil ich will nämlich wissen... Zehntausend! Was? Die kostet einfach mal 10.000! Willst du mich verarschen? Ich will kurz noch mal was testen. Ich habe ja gespeichert. Nein, nicht Vibration. Tatsächlich, wir können ins Baumfällerdorf. Sehr schön. Kristallhülle. Kann ich nicht hin. Ich kann nur dahin, wo rot ist, okay? Ja, Freunde. Das gucken wir uns aber in der nächsten Session an. Weil ich will in die Kristallhülle noch mal. Ich will wissen, was dieser Durchgang ist. Und ihr werdet da mit dabei sein. Freunde. Außerdem sehe ich hier, dass es hier eine Quest gibt. Ach, guck mal an! Hier ist auch eine Kröte unterwegs. Interessant. Das machen wir aber, wie gesagt, alles beim nächsten Mal, Freunde. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Entschuldige mich nochmals, dass die Story leider so abrupt abbricht. Ja, ist leider so. Lässt sich nicht ändern. Wir fahren aber trotzdem fort mit dem Spiel und später dann auch noch mit dem Heldenmodus. Bedanke mich trotzdem bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.